Grün und eckig muss er sein. Dieser Slogan, der eigentlich grüne Traktoren mit roten Felgen beschreibt, trifft in großen Stücken auch auf die Neuentwicklung vom Lohnunternehmen Hermann Bauch zu. Im Vergleich zum bisherigen vierachsigen Modell sind die Konturen vom neuen Büffelkompakt aber schon sichtlich moderner geworden. Was der Koloss unter seinem Blechkleid zu bieten hat, haben wir bei einer Ausfahrt im Frühsommer 2020 erfahren. Entwickelt wurde das Fahrzeug vor allem für die schlagkräftige Gülleausbringung bei zeitgleicher Bodenbearbeitung. Die bei unserem Einsatz in den Unterlenkern des 4-Punkt-Schwenkhubwerks gekoppelte Kurzscheibenegge stammt vom Hersteller Eidam Landtechnik. Markant ist die Büffelbereifung. Der Selbstfahrer bringt seine 550 PS aus einem Volvo Penta-Motor mit Hilfe von 6 großdimensionierten Trelleborg-Reifen auf den Boden. Sie sind 800 mm breit und 2,16 m hoch. Beim Fahrwerk mit integrierter Hundeganglenkung greift der Lohnunternehmer weiterhin auf Komponenten vom Fahrzeughersteller Titan zurück. Viel Know-how hat das Team in die Güllekomponenten gesteckt, um beispielsweise die Füllzeiten des Büffelbauchs zu minimieren. Apropos, der Alutank mit 25 Kubikmeter Fassungsvolumen ist dank verschiedener Details in rund 2 Minuten und 40 Sekunden nachgetankt. Welche Details das sind, lesen Sie in unserem ausführlichen Fahrbericht. Bevor es wieder in den Feldeinsatz geht, lässt sich der Edelstahl-Saugarm per Knopfdruck in seiner seitlichen Parkposition ablegen. Viele weitere Details zum Vertrieb, der Kabinenausstattung sowie zum Preis erfahren Sie wie immer in Ihrer Profi. Und wenn Sie noch mehr Bewegtbild von dem Büffel sehen wollen, schauen Sie mal beim YouTube-Kanal Agrarblick vorbei, der zeitgleich mit uns im Einsatz war.